Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, Matthias von der Buchstabenbande und ich habe euch wieder eine wunderschöne Vorlesegeschichte mitgebracht. Diesmal von der wohl weltbekanntesten Spinne, die es gibt und ihr habt sicherlich schon erraten, wer das ist, nämlich die kleine Spinne Widerlich. Wunderschön geschrieben von Diana Amft und ganz toll illustriert von Martina Martosch geht es in diesem Abenteuer von der Spinne um einen Besuch beim Doktor. Die kleine Spinne Widerlich ist ganz aufgeregt, denn heute besuchen sie und Mini Spinni den Doktor, um sich untersuchen zu lassen. Mama, wann gehen wir denn zu Dr. Keks? Fragt die kleine Spinne schon ganz gespannt. Gleich, mein Schatz, antwortet Mama. Ich muss nur noch schnell frische Windeln für Mini Spinni einpacken. Dann können wir los. Dr. Keks heißt eigentlich Dr. Sano, aber alle nennen ihn Dr. Keks, weil es nach der Untersuchung immer einen Keks gibt. In der Praxis werden Sie freundlich von einer Arzthelferin begrüßt. Hallo, schön euch zu sehen. Habt ihr eure Untersuchungsheftchen dabei? Was ist das? Fragt die kleine Spinne neugierig. Das ist wie ein kleines Sammelalbum, in dem ganz viel über euch drin steht, antwortet die Arzthelferin. Darin werden wir eintragen, ob ihr gewachsen seid und was ihr dazugelernt habt. Oh, wie schön, ein Doktortagebuch, freut sich die kleine Spinne. Die Arzthelferin lächelt und sagt, es wird noch einen Moment dauern, bis die Untersuchung losgeht. Wartet doch bitte so lange im Wartezimmer. Die kleine Spinne ist gerne im Wartezimmer, denn da gibt es jede Menge Spielsachen und Bücher, die sie noch nicht kennt. Oh, ich spiele so gern mit der Eisenbahn, schwärmt die kleine Spinne. Los, Mini Spinni, du kannst den Lokführer spielen. Gemeinsam mit Mini-Spinni hat sie viel Spaß und freut sich, dass gleich die Untersuchung losgeht. Und da werden sie auch schon aufgerufen. Die kleine Spinne und Mini-Spinne einmal zum Wiegen und Messen bitte, hören sie die Stimme der freundlichen Arzthelfer. Zuerst krabbeln wir nacheinander auf die Waage, um zu sehen, wie schwer wir sind, erklärt die kleine Spinne stolz ihrem Geschwisterchen. Und danach werde ich messen, ob ihr gewachsen seid, sagt die Arzthelferin. Dann mache ich mich ganz groß, freut sich die kleine Spinne. Und, bin ich gewachsen? Fragt sie neugierig. Oh ja, und auch Mini-Spinni ist ganz schön groß geworden. Ach, wie toll. Dann ist Mini-Spinni jetzt mein kleines, großes Geschwisterchen, freut sich die kleine Spinne. Die Arzthelferin lacht. Das stimmt. Und nun könnt ihr ins Arztzimmer. Der Doktor erwartet euch schon. Hallo, ihr kleinen Spinnen. Es freut mich sehr, euch wiederzusehen, begrüßt sie Dr. Keks. Was haben wir denn hier für einen Patienten? Die kleine Spinne lacht und sagt, aber das ist doch nur Hasi, mein Kuscheltier. Schön, dass dein Kuscheltier auch mit zur Untersuchung kommt. Doch zuerst schauen wir, dass ihr beide gesund seid. Dafür höre ich euch mit meinem Stethoskop ab, lächelt Dr. Keks. Was ist ein Stethoskop? Fragt die kleine Spinne erstaunt. Habt ihr schon mal ein Blatt Papier zusammengerollt und euch ans Ohr gehalten? Fragt Dr. Keks. Dann hört man alles noch mal lauter und so ungefähr ist es mit einem Stethoskop. Damit kann ich euer Herz hören und wie ihr tief ein- und ausatmet. Wenn du möchtest, darfst du es mal ausprobieren. Dr. Keks holt eine Tafel hervor. Und jetzt möchte ich noch wissen, wie gut ihr sehen könnt. Das ist wie ein kleines Spiel, erklärt er. Mal zeige ich auf ein Bild und ihr sagt mir, was ihr seht. Und mal müsst ihr etwas suchen. Die kleine Spinne findet das Spiel ganz toll und macht sofort mit. Sie hat nämlich den Hund erkannt. Da oben ist er. Und Mini Spinni, kannst du mir vielleicht auch sagen, wo der Ball ist? Fragt Dr. Keks weiter. Mini Spinni versteckt sich etwas schüchtern hinter Mama. Das ist kein Problem. Ich habe schon gemerkt, dass du den Ball oben in der Mitte entdeckt hast, sagt Dr. Keks und lächelt. Jetzt würde ich gerne sehen, wie gut ihr euch schon bewegen könnt. Habt ihr Lust, einmal über dieses Stöckchen zu springen? Fragt Dr. Keks. Die kleine Spinne hüpft sofort darüber. Das ist lustig, freut sie sich. Du machst das ganz prima, lobt Dr. Keks. Könnt ihr beide denn auch einen Kreis malen? Fragt er weiter. Jetzt zeigt auch Mini-Spinni ganz stolz, was sie kann. Das habt ihr aber toll gemacht, sagt der Doktor. Möchtet ihr vielleicht einen Keks? Da strahlen die kleine Spinne und Mini-Spinni. Mama sagt,
Dann nehmt euch mal euren Keks, den habt ihr euch verdient. Die kleinen Spinnen freuen sich und lassen sich die Kekse schmecken. Beim Verlassen des Arztzimmers treffen sie Nisi. Hallo, bester Freund, was machst du denn hier? Fragt die kleine Spinne ganz erstaunt. Oje, du bist ja voller Spinnenfadensalat. Bist du etwa erkältet und hast Schnupfen? Denn immer wenn Nisi niesen muss, schießt ein kleiner Spinnenfadensalat aus ihm heraus. Nein, ich bin nur etwas aufgeregt, weil ich heute Dr. Keks besuche, antwortet Nisi. Ich habe nämlich Bauchweh. Aber der Doktor gibt mir gleich ein Rezept und dann gehe ich zur Apotheke, erzählt er weiter. Wir werden dich begleiten und danach kommst du mit zu uns, damit wir uns um dich kümmern können, sagt Mama liebevoll. Oh ja, freut sich die kleine Spinne und auch Nisi lächelt glücklich. Na, dann gucken wir mal, was der Doktor für dich aufgeschrieben hat, sagt die Apothekerin freundlich, als sie den Zettel von Nisi entgegennimmt. Hier steht Bäuchleintee, der wird dir sicher gut tun. Wenn man krank ist, sollte man viel trinken. Die Apothekerin lächelt und fragt die anderen Spinnen, und wie kann ich euch helfen? Da antwortet die kleine Spinne stolz, wir begleiten Nisi und werden uns um ihn kümmern. Das ist aber lieb von euch, antwortet die Apothekerin. Dann gebe ich euch tapferen Spinnlein noch ein bisschen Traubenzucker mit. Ein Traubenzuckerlolli, juhu, freut sich die kleine Spinne. Zu Hause hat sich Nisi in eine Decke eingekuschelt und Mama hat ihm eine Wärmflasche gemacht. So Nisi, ich spiele jetzt Doktor und bringe dir deine Medizin, sagt die kleine Spinne und reicht Nisi eine Tasse mit warmem Tee. Dankeschön, freut sich Nisi. Das ist ja richtig gemütlich, wenn man krank ist. Naja, besser ist es natürlich, wenn man gesund ist und draußen spielen kann, schmunzelt Mama. Aber es ist sicher schön, etwas verwöhnt zu werden. Da kommt Oma Erna vorbei. Hallo, meine Lieben. Ich habe gehört, wir haben einen kleinen Patienten. Begrüßt sie die Spinnen herzlich. Ich habe eine leckere Gemüsesuppe gekocht. Davon könnt ihr alle etwas essen. Da freuen sich die Spinnen. So wird Nisi bestimmt ganz schnell wieder gesund, schreit die kleine Spinne. Und es gibt noch mehr Krankenbesuch. Tante Igitte, Onkel Langbein, Bella und Punky sind vorbeigekommen. Und auch Papa ist wieder zu Hause. Das Bild haben Punky und ich für dich gemalt, sagt Bella und überreicht Nisi das Geschenk. Ich möchte dir etwas vorlesen, sagt Tante Igitte. Und ich werde dir gleich noch ein Gedicht aufsagen, fügt Onkel Langbein hinzu. Oh, das ist ja eine richtige Krankenparty, freut sich Nisi. Da müssen alle Spinnen lachen. Das ist alles sehr lieb von euch, sagt Mama. Aber Nisi braucht gleich auch etwas Ruhe, damit er sich gesund schlafen kann. Gemeinsam verbringen sie noch eine schöne Zeit, bevor sich die Spinnen wieder verabschieden und Nisi gute Besserung wünschen. Das war ein ganz schön aufregender Tag, Mama, sagt die kleine Spinne und denkt nach. Manchmal geht man zum Doktor, wo man gesund ist. Und manchmal geht man zum Doktor, wenn man krank ist, oder? Ja, das stimmt, antwortet Mama. Wenn man gesund ist, schaut der Doktor vorsorglich nach, ob alles in Ordnung ist und was man schon dazugelernt hat. Und wenn man krank ist, hilft der Doktor einem dabei, wieder gesund zu werden, sagt Mama und streichelt der kleinen Spinne liebevoll über den Kopf. Das ist schön, sagt die kleine Spinne mit einem Lächeln. Ich freue mich schon auf morgen, wenn Nisi wieder ganz gesund ist. Dann können wir zusammen Doktor spielen. Gute Nacht. Mama gibt der kleinen Spinne einen Gute-Nacht-Kuss und sagt, gute Nacht, meine kleine Spinne. Schlaf schön. Ihr Lieben, das war die kleine Spinne Widerlich, Besuch beim Doktor. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich beim Vorlesen. Ich möchte euch aber noch was zeigen, bevor ich mich für heute verabschiede. Nämlich hinten im Buch ist noch eine Größentabelle drin. Die kann man aus dem Buch rausnehmen und bei sich in den Türrahmen kleben. Dann könnt ihr nämlich euren Doktor ein wenig unterstützen und schon mal zu Hause messen, wie groß ihr seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Ich würde mich nämlich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.